lieben Freunde, und damit ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Und vor uns ist die Ruine Labyrinthion. Und sie ist einer meiner Lieblingsdungeons in diesem Spiel. Jawohl, ja. Oh, und ich ziehe natürlich wieder mein Schwert. Und ich würde sagen, wir tun nicht lange fackeln, wir gehen direkt da rein. Klopf, klopf. Klopf, klopf, wer ist da? Ja, und wir haben auch im letzten Part am Ende Savos Arien getroffen, der anscheinend schon einmal hier war, in Labyrinthion. Vielleicht sehen wir ihn ja wieder. In seiner Geisterform, natürlich. Obwohl, ich glaube nicht, dass das wirklich jetzt die Geisterform ist, wo er jetzt tot ist, sondern die Geisterform der Vergangenheit. Ich kann es nicht fassen, dass wir das tun. Könnt ihr euch ihren Gesichtsausdruck vorstellen, wenn wir zurückkommen? Ihr scheint ja fest davon überzeugt zu sein, dass wir da drin was Nützliches finden werden. Verzauberte Waffen, Bücher mit altem Wissen, Schalendors Geheimnisse. Wer wusste schon, was wir finden konnten? Und was, wenn da Dinge sind, die diesen Ort bewachen? Gegen 6 an der Akademie ausgebildete Magier? Ich glaube, wir werden keine Probleme haben. Na, so viel dazu. Und was ich immer noch nicht so ganz verstehe, die sagt 6 Magier und da standen aber nur 5. Was haben wir hier? Zauberbuch Eisenhaut. Kennen wir den Zauber? Eisenhaut? Nein, der ist neu. Wäre auch ein Wunder gewesen. Nee, sonst ist hier nix, oder? Doch, hier haben wir noch ein bisschen Gold und Granatstein. Okay, gehen wir weiter. So, hier gibt es aber auch noch mal ein bisschen Geld. Zaubertrank der Heilung. Na denn. Hier haben wir noch mal ein bisschen Gold. Und ein Rubin. Und noch ein Granatstein. Das ist ja hier eine wahre Fundgrube. Ich sehe hier schon ein paar Gegner. Und irgendwie ist die Maus so ein bisschen langsam, ne? Boah, die ist aber auch schon ganz schön stark gestellt. Ich stelle die mal noch. Nein. Und 2 höher. Okay, jetzt. Ja, und da haben wir einen neuen Gegner, und zwar ein Skelettdrache. So, dann haben wir den schon mal aus den Füßen. Da haben wir noch einen anderen Bogenschützen. Schieß doch, du drückst sowieso mein Schild. So, und du, mein Freund, triffst auch mein Schild. Immer glücklich daran zu versagen, du triffst auch mein Schild. Nein, du triffst gar nicht. So, aber die Nordpfeile nehmen wir natürlich alle mit. Da dürfen wir nicht was übrig lassen von. Und er hat 5 Drachenknochen dabei. Zum Glück haben wir einiges abgelegt schon, dass wir wieder genügend Traglast haben. 5 Drachenknochen, Leute. Das ist übertrieben wieder einmal. Aber wir gehen natürlich weiter. Sind knapp mit dem Leben davon. Ihr wollt noch einmal da rein? Es ist zu spät. Es ist nicht genug von ihm übrig, um später noch einmal hineinzugehen. Bei den Göttern, was haben wir getan?
Wir können nicht zurück. Wir können genauso gut weitergehen. Es ist noch zu schaffen. Savos hat recht. Wir können es schaffen, wenn wir nur wachsam bleiben. Ja, die sind schon einer weniger. Die waren jetzt zu fünft, jetzt sind die nur noch zu viert. Und somit erleben wir sozusagen Saurus Arens Geschichte in Labyrinthion, was ich übelst cool finde. Und hier ist noch eine Schrifttafel. Ruhm und Ehre der tapferen Stadt Brumyuna. Diese Mauern sollen immer stehen. Mögen die Feinde ihre Majestät sehen. Mögen sie erzittern, wenn sie sie erblicken. Ja. Gehen wir in den Abgrund. So, wisst ihr was? Ich werde jetzt hier mal wieder ein bisschen schleichen. Deswegen wieder ein bisschen Illusionsskillen nebenbei. So, hier mal ein bisschen Geld. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Oh, ich hätte gern den Perk, dass wir, wenn wir schleichen, uns so abrollen können. Dann könnten wir uns hier schneller fortbewegen. Ach, guck mal einer an. Orkische Stiefel. Ja, die nehme ich mal mit, ne? Vielleicht sind die sogar besser, wer weiß. Ja. So, hier liegt das Buch Flammen. Ihr könnt euch schon bestimmt gut vorstellen, warum da das Buch liegt. Und da kannst du dich auch gut vorstellen, warum hier ein Trauger ist. Der jetzt tot ist. Haben wir irgendwo noch einen Trauger vielleicht rumstehen? Guck mal lieber. Hier haben wir auf jeden Fall eine Begräbnisurne. Nein, haben wir nicht. Gut, das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall mit unseren Flammen diese Eiswand zerbrechen. Ein Frostgeist. Naja, der hat wohl die Schlange gemacht. Holla. 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 Und tschüss, Alter. So, da ist irgendwo nämlich noch einer. Ein Trauger wischt, ein böser Trauger wischt ist das. Du wischt, du. Komm, wir locken den mal da hinten hin. Wir haben ja 30 Pfeile plus. Okay, warum habe ich jetzt nicht getroffen? Nochmal erwischt. Nochmal erwischt. Nochmal erwischt. Nochmal erwischt. Nochmal erwischt. Da weiß nicht wohin. Der ist total verwirrt. Boah, bin ich gerade schlecht. Komm ruhig her wieder, komm ruhig her. Du bist sowieso so gut wie down. D-U-V-N, ne? Jetzt komm her! Oder warum muss ich dich noch hierher locken? Genau. Trainieren wir ein bisschen Schleichen und ein bisschen Schießkunst. Oh, da steckst du ja voller Pfeile, ey. Das ist ja, kann man ja nicht mal sehen. Ja, kupfer dir den mit Mondstein. Greif mal zu. So, wir können jetzt da unten einmal entlang. Wir können aber auch hier links rein abbiegen. Gucken wir erstmal, was hier so ist. Aber ich muss mal sagen. Oh, Kacke. Erneut den Zauber wirken. Und wir haben hoffentlich noch unerbittliche Macht ausgerüstet. Ja, hier haben wir. Ah!
Sag mal, warum habe ich nicht geschrien? Was ist jetzt schon wieder schiefgelaufen? Er hat Wurst geschrien. Er schreit schon wieder nicht. Wurst, runter! Na also. Weißt du ja nicht, wie das geht. Mann. Und dann kassiere ich noch ein paar Schläge. Weil ich mir erstmal so denke, was soll dieser verfickte Scheiß? Wenn ich Y vergewaltigen muss. Bis er mal was macht. Gleichgewicht. Unsterbliches Buch. Bringt nichts. Ups, Entschuldigung. Was Gleichgewicht? Das ist wahrscheinlich auch wieder ein neues Buch. Wandelt 25 Gesundheitspunkte in Magicka um. Der Zauberer kann durch diesen Effekt getötet werden. Okay. Also im Prinzip einmal das Wort zum Selbstmord. Nicht schlecht gesagt, mein Freund. Nicht schlecht gesagt. Ich glaube, der Nordhelm ist nicht so stark wie unser Stahlplattenhelm. Aber ich glaube, die orkischen Stiefel sind besser wie unsere Klingenstiefel. Ihr antwortet nicht. Muss ich eure gutturale Sprache sprechen? Ja, das wäre mir sehr verbunden, wenn du das tun würdest, mein alter Freund. Boah, der ist ja verdammt schnell, Alter. Der ist echt schnell unterwegs. Siehst du, dann sollst du schreien, wenn ich die Y-Taste drücke. Diesmal hast du es gecheckt. Was? Ruheloser Trauger. Tja, hat sich ausgetraugert. Gold, und da liegt ein goldener Saphirring. Haha, ja, den habe ich gesehen. So, hier einmal mitgenommen. Hier haben wir noch ein bisschen Knochenmehl. Noch ein bisschen Gold. Ein totes Glockenblumen. Und nix. Nichts im Nichts sozusagen. Wir sind auch bald ein Level Up. Und das Level Up werden wir uns auf jeden Fall sparen. Ach du Scheiße. Agonia, okay. Boah, Alter, das sieht so aus, als würde das Schwert in der drin stecken. Ein Lederhelm, nö. Braucht man nicht. Okay, wir sind so, glaube ich, sogar hier richtig, oder? Oder sind wir das? Ach, da liegt dieser eine, der andere. Ey, wisst ihr was? Die Ninots nehme ich mal mit hier. Der ist hier ganz runtergefallen. Was? Hallo? Trauger wischt, du wischt. Ach, guck mal einer an. Wurst, runter! So. Bevor der zum Schlag kommt, ist erstmal Schluss. Seid ihr zurückgekehrt, Aaron, mein alter Freund? Aaron? Nein, 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 ich bin nicht Aaron. Durchgangsroute. Die Route in der Route. So, und hier werde ich natürlich auch erneut meine Zauber wirken. Und übrigens, immer wenn der spricht, verlieren wir unsere komplette Magicka. Das habe ich vergessen zu sagen. Ich werde jetzt den Illusionszauber noch einmal wirken. Komm jetzt endlich, hallo, ich habe doch hier genügend. Kannst du mir nicht erzählen. Jo. Okay, bevor der mich trifft, trifft er mich. Nein, falsch, ich drücke immer falsch. Huch.
Komm, ich klopp dich gerade mit meiner Faust weg. Eisenbarren, oh, und Knochenmehl. Oh, du hast einen Zahnstocher, ne? Den hätte ich gerne wieder, den schuldest du mir noch. Wie bitte, Novize? Das war so einfach. Wo geht's denn hier eigentlich mit? Wollt ihr beenden, was ihr zuvor nicht beenden könntet? Ich will eigentlich nur den Stab haben. Ich weiß ja nicht, was Aaron wollte. Ach, hier liegt das. Genau. Was ist dann jetzt hier? Heilige Scheiße. Wo muss ich denn hier... Okay. Kein Plan, welcher Weg. Jetzt hier sind zwei Schatztruhen? Alles klar, hier, Illusionszauber again. Bogen raus, Level up. Passt schon. So, wir gehen jetzt mal hier oben entlang. Was? Habt ihr das gehört? Das hat mir nicht nach einem Trauger. Hat es nicht nach einem Trauger angehört. Huch! Malachit, er ist versteckt im Wasser. Dann können wir uns ein. Danke. Jetzt haben wir dafür aber Nordpfeil verballert. Warum nicht denn hier Malachit-Erz versteckt? Und warum so ist das so buggy hier? Kann ich das da irgendwie rausschießen? Nee, das scheint wirklich buggy zu sein. Okay, wir haben dreimal Malachit-Erz. Wie sind die wert eigentlich, das pure Erz? Malachiterz 1, jeweils 30. Ach du. Was ist das? Das hört sich nach einem Troll an. Das ist auch ein Troll. Boah, diese Regenerationsfähigkeit von den Viechern, das ist... Unglaublich, was sie zustande bringen. Och, schieß doch einmal richtig. Kleiner Seelenstein. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Süßer. Küsschen. So, Leute, mal gucken. Nur noch einmal werdet ihr versagen. Klapperst du, Alter? Da oben steht ein Skeletti. Ein Skelett, der übrigens sehr viel aushält. Ja. Hat sich ausgelettet. So, was schlicht hier noch so? Was ist das für eine Art? Das ist doch eine Ader hier. Warum steht hier nicht, was hier ist? Eine Golferzader. Dankeschön. Dass ich das auch mal weiß. Was hat denn der mit einem Silberring, mit einem Granatstein? Wo hat denn der das alles her? Ihr seid nicht Aaron, Bruder. Hat er euch an seiner Stelle geschickt? Eigentlich ja. Nur ob Aaron auch wegen dem Stab von damals da war, weiß ich nicht. So. Entschuldigung, euch habe ich ganz vergessen da oben. Huch, das war der falsche. Entschuldigung. Jetzt ist es der richtige. Ficken! Bam! Oh, voll in den Schädel. Jetzt habe ich wieder das böse Wort gesagt. Tut mir leid. Leid. So, ich glaube, wir bleiben mal dabei. Eisstachel, hä? Ja. Guckt mal eine an. Das ist, glaube ich, wieder ein neuer Zauber. Und auch ein neuer Part
Ende. Gott, war das schlecht. Ein neuer Part-Ende. Ich glaube, ich sollte einfach aufhören mit sowas. Ach, hier sind die Anomalien auch. Das habe ich ja ganz verdrängt, sowas. Okay, ja. Ich würde sagen, geht das auch nochmal runter. Dann mache ich hier nochmal den Hebel aktivieren. Oh, und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Skybeam. Also nur nochmal zur Info, das sage ich jetzt nochmal zum Ende hin. Morgen am 7.2. wird kein Part erscheinen. Huch, hier kann ich ja noch nach hinten gehen. Warum hast du wieder nicht geschrien? Er hat nur Wurst wieder gemacht. Wurst. Ich stehe auf Wurst. So, das mache ich jetzt noch kurz. Wenn wir schon da sind. Das war jetzt aber gerade mal so Zufall, eher, würde ich mal behaupten. Dass ich hier irgendwie hingekommen bin. Okay, Leute, dann jetzt aber. Also, wie gesagt, morgen kein Part. Das habe ich jetzt mindestens dreimal oder viermal schon gesagt. Aber ich will natürlich, dass ihr auch Bescheid wisst. Das heißt, wir sehen uns dann am 8.2. bei einem weiteren Skyrim-Part. Macht's gut. Ciao.